Boah, Junge, wenn ich in der Schule neben dir gesessen hätte, ich schwöre, ich wäre so ausgerastet. Ich hätte mich selber von der Schule verwiesen, Alter, ehrlich. Oh, Revi, das Video sehen alle meine Freunde, ne? Ja, ich glaub nicht, dass du Freunde hast, Alter. Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Support the Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Dankeschön, ich küsse eure Augen, viel Spaß mit dem Video. Ciao. Schau, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist die liebe Gnu. Was geht? Hi. Gnu hat tatsächlich für mich zwei ganz besondere Kandidaten zum Spielen heute rausgesucht. Sie hat mir nicht genau gesagt, was an den beiden besonders ist. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine Runde. Ich weiß wirklich hundertprozentig nicht, was mich erwartet, Leute. Hallo. Hallo. Guten Tag. Grüß dich. Grüß dich auch. Hallo, guten Tag. Hallo, Leumann. Hallo. Hallo. Gnu meint, dass ihr beide zwei ganz besondere Kandidaten für eine mögliche Aufnahme wärt. Was heißt das? Wie, was heißt das? Ich weiß, ganz besondere Kandidaten sind. Das hat sie gesagt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, was mich erwartet. Seid außergewöhnliche Schnitzel. Lass es auf dich zukommen. Alles klar, okay. Wollt ihr vielleicht kurz erzählen, wie alt ihr seid und was ihr so macht und wie ihr heißt? Wir sind 14, beide. Ja. Ihr seid beide 14? Ja, wir sind Zwillinge. Ah, okay, good to know an der Stelle. Danke dafür, Gnu. Extrem stark. Mhm. Kann man machen, okay. Gut, also haben wir es heute mit Zwillingen zu tun, okay. Spielen Zwillinge auch gleich gut Fortnite? Ihr seid beide Zwillinge, ja? Ihr seid beide 14 und seid ihr eineige oder zweieige Zwillinge? Zweieige. Zweieige, okay. Seht ihr euch trotzdem ähnlich? Nee. Nein. Gar nicht, okay. Wo wollt ihr denn landen? Lasst doch mal die Community hier entscheiden, Spaß. Nein. Okay, lasst einfach nach. Komm, wir gehen nach Paradise Palms. Nein, let's go. Nein. Doch, doch. Das ist immer so. Was zwei denn? Zwei Minuten, dann bin ich knocked. Ach komm, ach so. Schon, Bailey, das schaffen wir. Ich musste gerade einmal komplett runterspringen, weil der Typ oben mir die Shotgun weggesnackt hat. Ich hatte deshalb nur eine Hälfte Leben, also nicht wundern, ne? Wir haben zwei Tage nicht gespielt. Ich habe Mathe heute geschrieben. Ach so, ja, okay. Oh, also ich dachte, ich habe es jetzt hier mit zwei Fortnite-Pro-Zwillingen tatsächlich zu tun. Ist aber dann wohl doch nicht der Fall, ne? Ach doch, wir haben schon ein paar Wins. Ihr habt schon ein paar Wins, sagt er. Okay, okay, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Gnu hat mir gesagt, dass ich du setzt auf jeden mich Fall unter Druck. Nee, gesagt, oh Gott, das will. Ich weiß gar nicht, wie viele Wins hast. Bist du gut? Ich? Ich bin extrem gut, ja. Ich bin der beste Spieler der Welt. Also, das ist schaut schon... Schaut ihr das eigentlich schon... gerne, Revi? Ja, klar. Das geht, ja, schon. Kann man sich schon mal reinziehen, sagst du, ne? Ja. Aber nur, wenn ich dabei bin. Ah, da geht er knockt weg. Sehr gut, töt ihn, weg. Sehr gut. Weg. Sehr schön. Braves Sein Team. Kollege von der anderen Seite hier vorne auf jeden Fall gerade nochmal geschossen. Ah, was hören wir? Was hört man da? Ja, ich seh's. Oh, Digga, er geht ins Geschütz, Alter. Oh, was ist das denn für ein Typ? Töt ihn, töt ihn. Töt ihn. Hab ihn, ja, aber hier unten ist noch einer, hier unten ist noch einer, hier unten ist noch einer. Nee, hier oben über uns ist der. Jetzt hast du abgebrochen. Hab ich jetzt aufgehört, dich zu beleben gerade. Ich bin so ein Spast. Ja, Digga, ich hab keine Chance, Alter. Ich hab keine Chance. Ja, ich hab immerhin einen Kill gemacht. Also besser als du. Kann schon mal gar nicht laufen. Extrem stark. Oh ja, den Skin kenne ich doch. Das war damals der dreiste Skin, der mich so ausgefragt hat wegen Männern, ne? Welcher? Der linke? Ja. Ich erinnere mich nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du warst auch nicht dabei. Alles klar, gut. Sind die frech? Ja, wir reden von dir. Ja. Doch, du hast mich gefragt, ob ich viel, ob oft angemacht werde und wie ich damit umgehe. Ich höre dich, ja, jetzt hör sagst du sie nichts nicht mehr, ne? Ja, gut. Doch, ich glaub, hört ihr mich? Noch... Hört ihr mich? Moment, ja. Witzig. So. Nein. Also ich habe meine Frage in den Raum geworfen, weil ich habe das Video von den Kommentaren gesehen, ne? Ja. Und deswegen hat mich das einfach interessiert. Ja, man darf ja Fragen stellen. Oder war dir das unangenehm, dass ich das gefragt habe? Nö, ach Quatsch, nö. Du darfst auch gerne den Revi solche Fragen stellen, wenn du willst. Hau raus, ich mein, jetzt hast du die Möglichkeit. Wenn man im anderen Video über Arschpickel reden kann, dann kann man ja auch Fragen stellen. Das ist ja alles klar. Okay. Ich bin ehrlich, ich bin gerade leicht überfordert. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, kein Plan, Alter. Habe ich nur gerade etwa in eine unangenehme Situation gebracht? Ja, das hört Revis Community und auch Digga, damit. Du bist 14, Alter, und bist so frech. Aber ich finde, da das Video auf Revis Kanal kommt, könnt ihr den gerne mal ein paar unangenehme Fragen stellen, damit die Community Revi mal ein bisschen besser kennenlernt. Nee, dann danke, mag das passt. Doch, komm. Kennt ihr eigentlich einen Revi schon länger oder mich? Rewe tatsächlich. Nee, Rewe, doch. Rewe oder Rewe? Achso, ja. Gut, ich bin. Nee, Jungs, passt schon. Alles gut, du. Ich bin damit also fein. Also Rewe, den YouTuber. Rewe, keine Ahnung. An natürlich, sich. Es gibt schon seit Jahren halt. Muss man ja auch kennen, ne? Ja. Nein, aber ich kenne dich irgendwie länger. Nee, ist ja auch gut so. Ich bin ja auch einer der besten YouTuber. Das kann man ja einfach mal so sagen, oder? Ja, danke dafür. Ganz genau. Super. Perfekt. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Du hast gar kein Eiran. Ihr habt mich an mich. Alter, du redest ja ununterbrochen. Ich hab auch kein Eiran. Ihr redet ja beide ununterbrochen. Kommt her, der Rift. Bei S wird gefightet. Wollen wir angreifen? Ja. Wollen wir angreifen?
Junge, ich krieg die ganze Zeit Hits von irgendwo ab. Ich blick gar nicht durch, Alter. Jungs, wenn ihr durchgehend redet, ich höre hier echt gar nichts, also. Mann, jetzt hört doch auf, alle zu reden, Alter! Ihr kotzt mich so an! Alle Leute sind ja warten auf dich, du blamierst uns! Revi, da geht doch was hinter dir! Ach, Revi, du bist so schön, du baust Mann, ich kann mich. Oh mein Gott, ich hab keinen Bock mehr mit euch zu spielen. Olli Troll mit 10 Kills. Okay, wir landen jetzt einfach im Pleasant Park. Herzlich willkommen. Oh nee, du hör einfach auf zu reden, das passt schon. Nee, wir landen nicht im Pleasant Park, bitte. Ich lande im Pleasant Park. Nee, nee, Revi, wir müssen jetzt einen Win holen, ja? Wir holen jetzt einen ersten epischen Sieg, holen wir dir jetzt. Ach nein, wir landen jetzt einfach. Mann, hör doch einfach. Ich lande jetzt im Pleasant Park, Alter. Und dann nennst du das Video. Warum redest du denn immer weiter, Alter? Du redest immer weiter, Junge, was ist denn mit dir? Ja, warum soll ich denn die ganze Zeit still sein? Das ist ja, weil es so angenehm wäre für mich, Alter. Gut, ich bin jetzt still und sage kein Wort mehr. Ehre? Wirklich? Oh. Okay. Lol, Mann, wie geht es dir? Mir geht's gut. Revi, wir melden dich jetzt für den Apokalypto-Clan an. Dankeschön. Jetzt labert er einfach. Oh mein Gott. Alle Zuschauer für dann dann redet doch, wenn du reden willst. Maschallah. Ich würde einfach gerne... Okay, lasst uns einfach auf das Spiel konzentrieren, jetzt hier ein bisschen uns Mühe geben. Versteht ihr, was also ich meine? Ne? Gnu rafft halt gar nichts und ich versuche es halt wenigstens. Mann, ich werde hier entsalzig, Alter. Ey, wenn ich in der Schule... Boah, Junge, wenn ich in der Schule neben dir gesessen hätte, ich schwöre, ich wäre so ausgerastet. Ich hätte mich selber von der Schule verwiesen, Alter, ehrlich. Oh, Revi, das Video sehen alle meine Freunde, ne? Ja, ich glaub nicht, dass du Freunde hast, Alter. Oh, der hat gesessen. Okay, wollen wir dann links zum... Hör doch auf zu reden! Wollen wir dann links zum Nachbarhaus jetzt hier pushen, komm? Oh Gott, Revi, der war nicht... Revi, ehrlich, ich der war nicht... Ich höre auch nichts, Alter, der redet immer weiter! Der redet immer weiter! Also, Leute... Bauchworkout muss ich heute nicht machen, ne? Ah! Ja, sein Mate kommt noch. Oh mein Gott. Los, los, hol sie alle! Ja! Sehr gut. Das ist noch einer, da kommt die Treppe hoch, da kommt die Treppe hoch. Zieh mich schnell hoch. Da ist noch einer! Ja, los, hol ihn dir! Hol ihn dir, Legende! Hol ihn dir! Hinter dir! Nein, was machst du? Ja! Ja. Zieh mich schnell hoch! Du hättest mich schon längst hochziehen können. Da ist er! Oh. Ah! Oh. Aber es war gut. Leute, wir müssen Revis ersten Sieg noch holen. Ich will meinen ersten Sieg nicht, Mann. Ich will einfach nur wissen, was ich hier gerade tue. Du hast noch keinen verdienten ersten Sieg. Wir müssen ich schwöre dir, holen. Ich raste hier komplett aus, Alter. Komm schon, Revi. Du brauchst deinen ersten Sieg. Wir landen wieder im Pleasant Park. Ich gehe nicht nach Junk Junction nochmal mit euch. Da muss ich 20 Minuten euer Gelaber ertragen. Genug. Mann, die Frau muss doch die in der Beziehung nein, die wir gehen nicht dahin. Haben. Jetzt sag doch auch mal was. Warum redest du immer weiter? Genug helfen uns doch mal. Kein Mensch kennt so viel. Wir gehen nicht Pleasant Park. Helf mir. Geh nach Pleasant Park und bring mich um, Alter. Genug, wir gehen Junk Junk. Genug und ich hol das im Duo. Guck mal, ich hab das hier extra für dich. Mann, ihr redet immer weiter. Das ist gerade die anstrengendste Aufnahme in meinem ganzen Leben. Nicht böse gemeint, aber es muss doch nicht so enden. Kannst du mich reviven, Revi? Ja, ich kann hier gar nichts, Mann! Warum ist Pleasant Park Revi, wenn du den... Warum landet ihr denn nicht mit mir? Warum reißt ihr denn alle nichts? Ihr bringt mich so sehr zum Ausrasten, Alter! Ihr macht nicht hier... Ihr redet immer weiter! Ich dachte immer, die Lochis wären die anstrengendsten Zwillinge, aber das seid ihr! Oh, süß! Schlimmer als die Lochis! Das ist halt schlimm. Moment, es ist halt schlimm. Ich darf, wenn ich die Sache mal klarstellen darf, ja? Nein, Revi darfst du nicht. Revi schiebt die ganze Zeit rein und rastet Mann, aus. Schiebt die Schuld darauf, dass wir so laut reden. Und saftiges Nu läuft die ganze Zeit rum und lacht sich schon. Ja, das war die beste Analytik, die ich jemals gehört habe. Und die korrekte. Du hast es erfasst. Ich gehe nicht nach Junk Junction. Ich gehe nicht nach Junk Junction. Okay, aber dann lass mal Revi, aber wir gehen nicht in eine Großstadt. Ich habe 2 Tage nicht gespielt, weil ich eine gute Schulausbildung anstrebe. Ja. Und deswegen 2 Tage lang nicht spielen konnte. Ja. Aber warum und deswegen seid ihr. Werde ich jetzt nicht meine Zeit verschwenden. Warum bist du denn so frech und warum ist dein Bruder so nett?
Was? Oh. Mein Bruder, du bist nicht nett, Revi. Du sagst die ganze Zeit, ich soll leise sein und beleidigst mich. Ich flieg jetzt nach Pleasant Park. Nein, Revi, jetzt mach einmal, was wir wollen. Nein, ich kann bitte, das nicht. Revi, nein. Bitte, Revi, hör doch mal auf die Community. Revi, genau. Hör mal auf die Community. Ich weiß, du hast ein kleines schwarzes Herz, aber... Revi, dreh um. Revi, bitte. Schwarzes Herz. Hey, Gnu, wir machen das jetzt zu zweit. Okay, aber aufhören zu reden, okay? Ja, aber nur, und wer länger überlebt. Ja, okay, wir reden jetzt nicht. Und wer länger überlebt... Okay. Okay. Aber wir dürfen schon im Spiel uns unterhalten, ne? Also so nein. Darüber, wo wir jetzt landen oder wer nein. Seine Waffe braucht. Nein, nein. Ey, die kann man die ganze Zeit so rumragen. Und warum die Leute ist denn dein Bruder reden? So leise? Warum ist dein Mikrofon so laut? Wo sprichst du rein? In ein Megafon? Wir landen jetzt nicht wieder in irgendeiner Großstadt, ja? Doch, tun wir, weil so das Spiel funktioniert. Du gewinnst nicht, wenn du die ganze Zeit in Scheiß Lucky Landing landest, Alter. Das Leben ist hart. Geh damit um, Mann. Mach dich ready jetzt. Mach dich bereit! Und sitzt, ja, und würde allein in einer Wohnung leben, so wie du, dann hätte ich jetzt mein Zimmer zusammengebrüllt, ne? Dann mach es doch! Nee, sonst rastet meine Mutter aus. Ja, zu Recht. Alles außer Revi. Revi, du armer Gebeutelter. Was gerade im Urlaub, kommst zurück und musst jetzt Fortnite spielen. Nein, es geht nicht um Fortnite generell, es geht um euch. Ich mag dich. Ja, aber oh, wenn ich bei Gnu im Stream bin, du bist der Erste, der wirklich sagt, dass er davon genervt ist. Der Erste. Oh, Revi, du hast ihn, glaube ich, echt verletzt jetzt. Das tut mir wirklich leid, okay? Boah, das hat jetzt, glaube ich, richtig gesessen, gell, Indianer-Fan. Ja, das hat schon gesessen. Gnu, er war dein Idol, ne? Und jetzt sagt er sowas. Ich kenne das, ich kenne das. Was soll denn das hier gerade? Warum macht ihr mich alle so fertig? Revi, du musst echt... Revi, du musst an dir arbeiten, nicht die anderen. Mann. Sehen wir hier den Bandages. Was? Warte, ich zünd mir vorne das Lagerfeuer noch an. Kann mir jemand mal... Ja, jetzt ist die Bandages, Mann. Dann gib doch... Schrei doch nicht so rum. Wo sind die denn, Junge? Ey, dieser Bastard, Alter. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gerade Hit gegeben. Ja. Ah, hier sind Bandages. Nee, brauchst du ja gar nicht. Wir werden beschossen. Ich hab noch Rift. Leute, Leute, überall. Ey, ich kann den nicht bilden mit dieser Scheißmauer. Digga, dieses Game kotzt mich einfach nur an. Gut, ich bin weg. Tschüss.